Die Terrassenmosel erstreckt sich von Zell über Kochem bis nach Koblenz. Am deutschen Eck mündet die Mosel in den Rhein. Seit der deutschen Einheit sitzt Kaiser Wilhelm an diesem markanten Platz wieder auf seinem Pferd. Ab Zell wird das Tal der Mosel zunehmend enger, die Weinberge scheinen direkt aus dem Fluss herauszuwachsen. Oft sind die Hänge so steil, dass die Reben nur auf schmalen Terrassen, gesichert durch Mauern aus Schiefersteinen, Platz finden. Mit bis zu 68 Grad Steigung ist der Kalmont zwischen Brem und Ediger Eller der steilste Weinberg Europas. Das Gestein der Terrassenmosel ist härter als an der Mittelmosel. Es besteht vorwiegend aus quarzitischem Sandstein und Schiefer. Die Enge des Tales und die niedrige Lage über dem Meeresspiegel bescheren der Terrassenmosel eine höhere Durchschnittstemperatur. Das Mikroklima in den Terrassen bietet optimale Bedingungen, nicht nur für den Weinanbau. Auch hier ist der Riesling mit über 60 Prozent die beliebteste Rebsorte. Außerdem werden müller thurgau sowie weiße und rote Burgundersorten angebaut. Die Weine der Terrassenmusel haben eine ganz besondere Charakteristik. Ja, das sieht man an der Farbe. Wir haben ein Strohgelb, wir haben goldene Reflexe und eine ganz besondere Brillanz. Und der Geruch ist geprägt von dem Boden, auf dem die Weine wachsen. An der Terrassenmosel ist er sehr tiefgründig, quarzitischer Sandstein gemischt mit Schiefer, und deswegen riechen die Weine häufig erdig. Der Riesling verliert aber nie seine Frucht. Und am Gaumen spiegeln sich eine wunderbare Mineralität, aber auch diese Fruchtnoten wie zum Beispiel Weinbergsfürsich oder das Kernobst und die opulenz der terrassenmoselweine die kommt von den steilst und terrassenlagen in denen die weine wachsen hier werden die trauben wirklich sehr sehr reif und im herbst häufig bei der handlese selektiert so dass sich nur das beste im glas wiederfindet und dazu passt ganz hervorragend ein sommersalat mit geräuchertem lachs die terrassenmosel bietet eine spektakuläre naturkulisse dieses Naturerlebnis verinnerlicht man am besten mit einer Wanderung. Zahlreiche Klettersteige und Themenrouten erwarten die ambitionierten Wanderfreunde. Entlang der steil und steilsten Lagen der Terrassenmosel laden zahlreiche Burgen und Klöster zum Verweilen ein. Die Ruine des ehemaligen Damenstifts Klosterstuben zeugt von vergangener Pracht inmitten der Weinberge. Die Stadt Cochem mit der mächtigen Reichsburg bildet das Zentrum des Anbaubereiches und ist ein beliebtes Ziel für Flusskreuzfahrten.